Die Region um Europas westlichsten Steppensee an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn stellt ein außergewöhnliches Welterbe dar. Mit einer Fläche von rund 75.000 Hektar wurde die Region Fertő-Neusiedler See im Jahre 2001 als transnationales Erbe in die Liste des Welterbes aufgenommen. Ungefähr 2/3 der Fläche gehören zu Österreich, 1/3 davon zu Ungarn. Ausschlaggebend für die Aufnahme des Neusiedler Sees und seiner Randbereiche in die Weltkulturerbeliste war das Bestehen eines einzigartigen Natur- und Landschaftsraumes, der an der Schnittstelle mehrerer Kultur- und Sprachräume, Klimazonen und Naturräume liegt. Die Kulturlandschaft ist eine Mischung aus Natur- und Kulturerbe und umfasst sowohl den Neusiedler See samt Schilfgürtel, das UNESCO-Biosphärenreservat und 30 Gemeinden in Österreich und Ungarn. Der Neusiedler See bildet das Herzstück der Region, formt dieses länderübergreifende Welterbe und stellt den außergewöhnlichen universellen Wert dieser Region dar. Die burgenländischen Gemeinden Rust und Neusiedl am See zeigen, welche Bedeutung dieses Erbe für das heutige Bauen in der Region hat. Das historische Zentrum Rust ist ein entscheidender Faktor gewesen, dass die Region Neusiedler See zum UNESCO-Welterbe geworden ist. Rust ist die einzige Gemeinde, deren Gemeindegebiet zu 100% in der Welterberegion liegt und ist damit das Herz der Welterberegion Fertő-Neusiedler See. Der gesamte Altstadtbereich von Rust, der zu den malerischsten seiner Art zählt, ist heute denkmalgeschützt. Die zahlreichen Bürgerhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert besitzen gepflegte Barock- und Renaissance-Fassaden mit schönen Fenster- und Portalrahmungen, Erker-, Wappen- und Stuckdekorationen. Rust besitzt eine vitale Altstadt, deren Häuser noch heute ihre ursprüngliche Funktion als Wohn- und Betriebsobjekte der Bürger besitzen. In unmittelbarer Nähe des Hauptplatzes und des Rathauses befindet sich das ehemalige Bürgerspital. Dieses ist denkmalgeschützt und besteht aus zwei langgestreckten Gebäudekomplexen und der alten Stadtmauer, welche gemeinsam einen dreiecksförmigen Platz bilden. Im Jahr 2014 wurde das burgenländische Architekturbüro Schandl mit der Restaurierung und Neugestaltung des Rathausplatzes beauftragt. Die Objekte werden nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert und zum Innenhof geöffnet. Den Architekten war es wichtig, dass die wertvollen historischen Elemente wie die Steinmauern und die Gewölbe erhalten bleiben. Aus dem bereits ziemlich verfallenen ehemaligen Bürgerspital ist nun ein neues Schmuckstück der Stadt geworden. Neusiedl am See ist mit über 8000 Einwohnern die größte Stadt der Welterberegion Neusiedler See. Die Hauptstraße ist durch unterschiedliche Eindrücke geprägt. Hier ist gut ersichtlich, wie unterschiedlich Städte und Planer mit der Verbindung von Alt und Neu im Weltkulturerbe umgehen. Mitten im Ortszentrum befindet sich das Weinwerk Burgenland, welches 2002 von den Architekten Halbritter und Hillebrand entworfen wurde. Die Vinothek ist eine Kombination aus einem restaurierten Bürgerhaus des 16. Jahrhunderts und einem zeitgenössischen, kubistischen Zubau. Es ist gut ersichtlich, wie das Zusammenspiel mehrerer Stile und Gegensätze miteinander harmonieren können. Das Projekt erzeugt neue Impulse durch die Verwendung von traditionell nicht üblichen Materialien wie Glas und Stahl,
fügt sich aber mit Hilfe der Leichtigkeit und dem starken Kontrast zu den traditionellen Steinmauern optimal ein. Zu den Renovierungen der Stadtpfarrkirche in Neusiedl am See, welche 2017 beendet wurden, gehörte neben der Fassade, den Sandsteinelementen und dem Turmdach auch die Außengestaltung. Rund um die Kirche wurden der Vorplatz und der Kirchenpark renoviert. Moderne Details durften dem alten traditionellen Kirchenbau dezent hinzugefügt werden. Neue Sitzgruppen und Belichtungssysteme tragen dazu bei, dass die Nutzung des Kirchenparks als Erholungsoase im Herzen von Neusiedl am See verstärkt wurde. Umso weiter man sich vom Ortskern entfernt, desto ersichtlicher wird der fehlende Umgang mit traditionellen Bauweisen. Heute sind Materialien ohne Bezug zum Ort schnell und günstig greifbar und oft fehlt das Gespür, regionale Verankerung aufzugreifen. Neben traditionellen Bürgerhäusern werden Neubauprojekte umgesetzt, die keine Rücksicht auf die Kriterien des Weltkulturerbes nehmen. Auch in Rust spürt man, umso weiter man sich von der Altstadt entfernt, den immer weniger behutsamen Umgang mit der Tradition. Das 2010 durch Skyline Architekten errichtete Therapiezentrum Sonnenpark Neusiedler See liegt zwischen Ortskern und Seeufer. Durch eine starke Gliederung des Gebäudes wurde versucht, die Maßstäblichkeit der angrenzenden Wohnhäuser aufzunehmen. Jedoch wurde keinerlei Rücksicht auf traditionelle Materialien oder Bauweisen genommen, weshalb der Komplex nicht in die Landschaft integriert wirkt. Das Notariat H in Neusiedl am See wurde 2002 von den Architekten Halbritter und Hillebrand entworfen. Als Schutzschild gegen die stark frequentierte Seestraße steht das Gebäude ganz am Rande des großzügigen Grundstückes. Markante Materialien wie Blech, Holz, Glasflächen, Sichtbeton und Sandstein geben der Notariatskanzlei ein differenziertes Erscheinungsbild zur traditionellen pannonischen Bauweise. Die Landschaft am See ist ein bedeutender Teil des Kulturerbes Neusiedler See, womit beim Bauen am Seeufer besonders behutsam vorgegangen werden muss. Das 2011 fertiggestellte Projekt Seerestaurant Katamaran Rust von Thomas Fichtner ist unter anderem inspiriert vom Panorama, den umliegenden Bootshäusern, dem Schilfgürtel und den Segelbooten. Die Fassade wurde großteils verglast und in Anlehnung an die traditionelle Bauweise der umliegenden Bootshäuser mit geöltem Lärchenholz verkleidet. Die flache, teilweise durchsichtige Holz-Glas-Stahlkonstruktion passt sich architektonisch der flachen Landschaft des Neusiedler Sees an. Hier ist ersichtlich, wie sich die Strenge der traditionellen Bauweise am Seeufer auflöst und vermehrt moderne Materialien verwendet werden. Auch das Seeufer in Neusiedl ist dominiert durch ein modernes Seerestaurant, welches zur Gänze vom Wasser des Sees umspült wird. Die Architekten Halbritter und Hillebrand planten 2001 am Seeufer in Neusiedl am See einen Veranstaltungsort, welcher als extrovertierter Hotspot und Intreff bekannt ist: das Mole West. Im Wesentlichen besteht das Gebäude aus zwei Zonen: dem transparenten, für Besucher offenen Bereich und dem geschlossenen Versorgungsbereich. Aus diesen funktionalen Vorgaben wurde ein Baukörper entwickelt, der sich mit einer dunkelgrauen Blechfassade der Farbe des Sees angleicht. Hier wurde der Fokus besonders auf die Umgebung gerichtet, um einen direkten Bezug zwischen dem Gebäude und seiner umgebenden Landschaft,
dem See zu schaffen. Um die schützenswerte regionale Baukultur zu erhalten, soll die Gestaltung von neuen Bauwerken mit der Wirkung der Landschaft harmonieren. Dabei geht es nicht allein um Schutz und Revitalisierung historischer Bausubstanz, sondern auch um neu errichtete Gebäude. Die Region verfügt über eine bemerkenswerte Dichte an zeitgenössischen Gebäuden, die an die baukulturelle Tradition anknüpfen und diese zeitgemäß interpretieren. Das Bauen in einer Welterbe-Region ist eine besondere Herausforderung und für uns eine Chance zu neuer Qualität für den Kultur- und Landschaftsraum um den Neusiedler See.